Ja, herzlich willkommen zurück bei Evoland. Wir versuchen uns nochmal an dem Spiel. Haben jetzt eine kleine Aufnahmepause gemacht, ne? Nachdem wir letztes Mal so unfassbar gut waren. Da muss ich jetzt echt... Ach so. Oh nee. Okay, Moment, ich muss mal ganz kurz den Sound auf meinen Ohren etwas leiser drehen. So, das ist ganz gut. Bar. Muss ich jetzt echt einmal außenrum fahren? Das ist ja doof. Kann ich hier irgendwie mit dem Boot zur Pirateninsel? Da müssen wir nämlich diesmal hin. So, jedenfalls ist das meine Vermutung, dass wir das müssen. Und wir haben ja in der letzten Folge die Flagge gesammelt. Und ich denke, wenn wir in eine andere Zeit reisen, könnte uns vielleicht die Flagge dann weiterhelfen. So meine Vermutung. Ich glaube, das haben die echt gut als Ladebild ausgenutzt. Fällt mir gerade so auf. Ich bin mir allerdings nicht mehr so sicher, bei wem wir... Wie seid ihr hierher gekommen? Ich hoffe doch, ihr seid keine Piraten. Bis neulich hielten sie diese Insel besetzt, doch etwas oder jemand hat sie vertrieben. Sie haben sich in ihren Unterschlupf in Osten verschanzt. Bereit für ein Kartenspiel? Nein. Okay, 20 gegen 30, super, ich habe jetzt schon wieder verloren. Oh, ich hasse es, ich kann dieses Spiel nicht. Sechs gegen null, aha. Interessant, zur Karte irgendwie. Ja, stelle ich mal dann hier hin, weil ich meine, ich könnte ihn jetzt umbringen, aber es bringt mir ja nichts. Oh Gott. Ja, was macht der denn? Was, wozu? Ach, es gibt nur Kristalle. Es ist nur zum Kristalle geben, verstehe. So. Dann nehmen wir es mal wieder hier hin. Und... Ach, scheiße, ich müsste die noch zweimal treffen. Jetzt habe ich ihn gleich erstmal auf meinem Niveau runter. Oh Gott. Warum haben die alle schon so advanced Karten? Ich glaube, ich habe... ziemlich zum Anfang einfach schon viel zu wenig gespielt. Aber ich finde es halt auch fürs Let's Play ein bisschen lahm. Ich hoffe, wir kommen am Ende nicht noch irgendwie in einen Bosskampf, wo wir genau diese ganzen Karten brauchen. Weil ich wollte es eigentlich euch ersparen, dass wir jetzt hier 200 Millionen Runden von diesem Kartenspiel spielen. Ja, naja. Ich könnte es auch einfach abbrechen hier, ne? Ich verliere doch jetzt eh. Ich kann es gar nicht abbrechen. Das ging doch mal. Vielleicht erst, wenn ich dran bin. Bomber. Das wäre jetzt B. Wollt ihr dieses Spiel abbrechen? Ja. Okay. Ja, tatsächlich, unser Blatt ist einfach lächerlich. Das ist wohl wahr. So, der meinte jetzt, die Piraten wären im Osten... Die Aktivitäten der Piraten haben in letzter Zeit nachgelassen. Das sind die einzigen guten Neuigkeiten, die es seit der Katastrophe gab. Ah, okay, eine Zwischensequenz. Das ist tatsächlich... Hey. Hey. Wofür das jetzt auch immer war? Okay, ah. Das hatte ich gehofft, dass das... Um unser Unterschlupf anzugreifen, müsst ihr ganz schön Mumm haben. Aber ich bedauere, wir nehmen nur Herausforderungen anderer Piraten an. Oh, ihr habt eine Piratenflagge? Das kann nicht wahr sein! Das ist die Flagge des legendären Piraten Roberts. Dann seid ihr also wirklich hier, um uns herauszufordern? In dem Fall müsst ihr jeden einzelnen von uns im Kampf Mann gegen Mann schlagen. Viel Glück, Leute! Okay... Was bekämpfen wir denn jetzt? Oh, was ist das denn? Das ist neu.
Ach, wie süß. Dieser Ort ist mir nicht geheuer. Ich bleibe hier und gebe euch Deckung, Stefan. Gebt nicht auf, Stefan. Ich weiß, ihr schafft das. Dekterminator, wenn man mich für den Kampf wählt, würden zu viele Piraten ein frühzeitigen Ende finden. Dennoch, ich bin dabei. Ich werde euch einige meiner Spezialmanöver lehren, die ich von meinem Vater gelernt habe. Ah, oh, wenigstens Manfred kommt mit. Wow. Ihr wagt es, uns herauszufordern? Die Piraten aus der Bucht lassen sich nicht so einfach besiegen. Prügelmodus? Nein. Ach. Ja, lol. Das ist das Ende. Spring, um beim Angriff einen Flugkick auszuführen. Okay. Ich springe. Ah, ich muss zweimal springen. Gut gemacht. Ach, wie cool ist das denn? Kann ich jetzt die Kisten hier? Nee. Wow. Ja, der... So ein bisschen mies, dass wir hier die ganze Zeit schwarze Menschen kaputt boxen, aber... Ah, wenn das Spiel das will, ne? So, Piraten sind halt... Und das war's. Ah, neue Piraten. Die sind weiß, aber rot. Rot-weiß. Weiß-rot. Nein, 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 lass mich. Wow. Okay, die haben schon ein bisschen mehr drauf. Ja, ja. Vielleicht sollte ich mal... So. Das ist ja irgendwie putzig. Das ist ja voll lol. Voll lol! Ich weiß gar nicht, wie dieses Spielgenre heißt. Heißt das einfach Side-Scroll-Kick-Event? Uh-oh. Uh-oh. Bräuchte Leben. Ah, ja, Geld ist halt auch okay. Erfahrungspunkte. Ja, Springt erneut um einen Aufwärtshaken. Für einen Aufwärtshaken. Hä? Wie jetzt? Ah, das ist erneut springen. Ah, sehr schnell. Okay, Kick ist so. Aufwärtshaken ist... Ich krieg den Aufwärts... Was? Hä? Achso, ich glaube... Ja, okay, ich muss... Wenn ich lande, muss ich... Gott, wie kompliziert. So, da verpulvern wir direkt die Kisten. Hier speichern wir mal schnell, damit wir auch wieder Leben kriegen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die KI findet gerade den Weg zu uns nicht. So, den hätten wir. Nein! Na komm, ihr seid ja relativ einfach. Aufwärtshaken! Aufwärtshaken! So. Und dich auch noch. Zack. Ach, immer noch nicht. Okay, das ist jetzt irgendwie ziemlich lustig, finde ich. Ist, glaube ich, ein bisschen langweilig zum Zugucken, aber... Springt am höchsten Punkt erneut für einen Drehangriff. Glückwunsch! Ich habe euch jetzt alles beigebracht, was ich weiß. Ach, noch etwas. Wenn ihr wirklich Hilfe braucht, ruft mich, indem ihr euch konzentriert. Aber sprecht mit niemandem darüber. Okay. Wir nutzen das mal noch nicht aus. Hier kommen welche raus. Oder auch nicht, okay. Eine Kiste. War es ganz schön... Wow. Was? Ah.
Ne. Wow, sogar mit Ninja-Sternen hier. Flup, 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 flup. Krasse Animation. Go, go, go. Okay, und da oben ist ein Speicherpunkt. Jetzt muss ich mal ein bisschen konzentrieren hier, auf was ich tue. Auf was ich tue. Und wir klettern hier hoch. Dramatik. So, wir holen uns unseren Speicherpunkt. Wie süß hier die ganzen weiblichen Piratenflaggen. Oh, was seid ihr denn? Oh nein, die haben Bomben. Oder Ketten. Ketten haben sie. Sehen aus wie Miley Cyruses. Mit lila Haaren. Na. So, einer ist weg. Oder ein Nee. War. Okay. Das war's. Oh, doch nicht. Ich bin mal gespannt, wie lang das jetzt hier geht. Macht nämlich eigentlich gar nicht so viel Spaß, weil man die ganze Zeit nur, ja, Tasten drücken muss. Aber ich sehe schon den, huch, ich sehe schon den Bosskampf in dem Bereich kommen. Irgendwie. Oder in dem, wow. Voll gut ausgewichen, ne? Wuhu! 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 Okay, jetzt raste mal nicht aus hier. So. Und go, go nach oben. Ah, wir können durch die Tür. Ah, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So. Mit unserem Kurbelangriff können wir direkt die ganzen Kisten hier schrotten. Ja, wenn wir die dann treffen. So, wir können ja nur noch links und rechts. Ich frage mich, ob man diese Truhen hier öffnen kann. Irgendwie nicht. Eine blaue Tür. Und Miley Cyruses. You came in like a Dragon Ball. Ne, warte, das war anders. So. Ich bin so nah am Mikrofon, merke ich gerade. Ich hoffe, ich übersteuere hier nicht schon die ganze Zeit. Na, geht's weiter? Na, es geht in der Form weiter, okay. Ist so einfach. Man muss halt irgendwie einfach nur die ganze Zeit gucken, dass man den Drehangriff hinkriegt. Weil dann kriegen die einen nicht und du kriegst die ganze Zeit. 69 Leben. So. Und noch eine Runde. Yay. Okay, da ist der Speicherpunkt. Dann müssen wir einmal mit um die Ecke gehen. Wie fies. Fies und gemein. Und wir sind schon fast ein Level up wieder. Also was heißt fast? Es ist zwar noch ein bisschen was, aber... Ja, boah, wenn die nicht so oft umfallen würden, ne? Und sonst so, alles klar bei euch. Bei mir ist gerade Halloween im Übrigen. 31. Oktober, wo ich das aufnehme. Gleich nach dem The Park Let's Play bin ich hier dran. Weil ich dachte eigentlich, The Park wäre länger. Aber jetzt brauche ich natürlich noch Stoff für die nächsten... Oh, ihr seid neu. Für die nächsten Tage dieser Woche. Also wo ihr das jetzt praktisch seht, muss ja was kommen. Und deswegen stehe ich hier und nehme jetzt ein bisschen auf für euch. Toll, ne? So, wobei ich mich gerade frage, wie lange denn diese Folge hier noch sein mag. Ihr wisst es, ich weiß es noch nicht. Nein! Okay, einer ist weg. Zwei sind weg. So, und ja, Level up. Stefan hat Stufe 21 erreicht. Mehr Angriff, mehr Leben. Sehr, sehr schön. Cool. Ah, es war so klar. Es war so klar. Welches Level sind wir denn dann? Ach so, hä, stand da vorhin, ne? Habe ich jetzt irgendwie gar nicht drauf geachtet. So. Oh, okay. Schon frühzeitig kommen da Leute raus. Wie gemein. Ich muss meine Erfahrungspunkte aufsammeln. Die möchte ich hier nicht verschwenden. Das geht ja nicht, sowas, ne? Also das wäre ja mies. So, noch was? Okay, weiter geht's. Machen wir hier einmal die Kisten kaputt. Und dann weiß ich nämlich, dass jetzt die Folge zu Ende ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann anscheinend am Ziel ankommen unserer Reise. Mal gucken. Bis dann, ciao.